Ah, und Nintendo DS Lite. Ah, ist ein Lite. Okay. Aha. Oh, das Strichmännchen ist im Spiel. Und nimmt ein Pokémon. Und was hat er? Kanimani! Oh, das ist meiner Meinung nach der beste Starter, den es in der Johto-Region gibt. Der ist wirklich süß und cool. Ja. Und die Piracy Mode on. Alarm, Alarm. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, das ist mein erstes Reaction-Video, denn ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache jetzt eine Reihe, wo ich auf Videos reagiere. Also, ich schaue mir so ein paar Videos auf YouTube an und ich reagiere drauf. Und ich habe mal auf so ein paar Pokémon-Animationen gesucht und dann habe ich das hier gefunden. Und zwar Animation versus Pokémon. Offiziell. Also official. Ja, der Titel ist nur deutsch, weil irgendjemand hat es so übersetzt, aber der Originaltitel ist auf Englisch. So dasselbe ist auch mit der Beschreibung. Ja, irgendjemand hat es hier nur so übersetzt. Da ich glaube, diese Leute haben jetzt das Video auf Deutsch übersetzt. Aber gut. Auf jeden Fall habe ich einfach nach Pokémon-Animationen gesucht und das gefunden. Und ich kenne den YouTuber Alan Becker schon. Für die nicht wissen, wer es ist, der macht so Animationen und ich kannte ihn mal, als ich seine Animator versus Animation 4 Video gesehen habe. Danach habe ich auch noch den Teil 1, Teil 2 und den Teil 3 dieser Reihe gesehen und ich muss sagen, seine Animationen sind wirklich super. Er hat auch andere Kanäle, hat sogar einen Tutorial-Kanal. Diesen Kanal hat er auch gezeigt, wie er Animationen macht und macht seine ganzen Animationen auf Adobe Flash. Und ja, also sehr super YouTuber. Ich habe ihn zwar nicht abonniert, aber als ich jetzt eine seiner Animationen gesehen habe, hat mich diese Animation wirklich süchtig gemacht und ich habe mir viele dieser Animationen angesehen, weil ich fand diese Animation super. Und ja, wir schauen uns jetzt Animation versus Pokémon an. Ja, also hat schon 9 Millionen Aufrufe. Und wir machen mal das Vollbild. So, jetzt das Vollbild. Und wir reagieren mal drauf. Also man sieht schon, er spielt auf seinen Nintendo DS. Pokémon Soul Silver oder Heart Gold. Ah, diesen Spiel kann ich spielen. Und das habe ich auf meinem alten DS auch gespielt und heute spiele ich es auf dem Emulator auf meinem Tablet. Oh, ist wirklich ein super Spiel. Und jetzt kann es sich so einen Starter aussuchen. Hier ist ein Divil, Kanimani und Feurigel. Also, der meiner Meinung nach beste Starter hier ist Kanimani. Oh, man sieht ein Strichmännchen im Hintergrund. Ja, das ist ein orange Strichmännchen aus in Metaverse Animation 4. Oh, Lunchtime. Ah, Windows 10 hat so ein Feature, wo man so einen Alarm einstellen kann. Das wusste ich noch nicht. Oh, ist aber schon praktisch, aber brauche ich eigentlich nicht. Ja. Gut zu wissen. Oh, und jetzt verbindet er sein Nintendo DS mit seinem PC. Und so wird das Spiel zu seinem PC übertragen, wo auch die Strichmännchen sind. Nintendo DS Lite. Ja, da steht's. Diese Nachricht kommt immer, wenn etwas mit dem PC sich verbindet. Ah, und Nintendo DS Lite. Ah, ist ein Lite. Okay. Aha. Oh, das Strichmännchen ist im Spiel und nimmt ein Pokémon. Und was hat er? Kanimani! Oh, das ist meiner Meinung nach der beste Starter, den es in der Johto-Region gibt. Der ist wirklich süß und cool.
Joa. Eigentlich Piracy Mode an. Alarm, Alarm. Jemand hat ein Pokémon gestohlen. Oh. Wer war das wohl? Ha, ich glaube, die finden heraus, dass es ein Strichmännchen aus dem PC war. Ja. Und genau so ist dieses Strichmännchen halt so Flash animiert, ja. Und diese Charaktere, das sind so Sprite animiert. Da ist er, der Pokémon-Dieb. Oh, der Strichmännchen ist ein Dieb. Fremde Kreatur, du hast etwas von einem copyrighten Spiel gestohlen. Also aus einem urheberrechtlichen Spiel gestohlen. Bitte gib das Pokémon zurück oder wir zwingen dich dazu. Oh, er mag ihn. Ah, stoppt ihn! Autsch. Wasser, Rasierblatt, Abgeknarre und Tackle. Sei nicht in der Nähe des Spiels. Also, geh nicht wieder ins Spiel rein, sagt er. Dort gehörst du nicht hin. Und du wirst auch niemals. Oh. Aber die Animation ist einfach cool, ey. Diese Animation ist hohe Qualität. Und der Macher hat sich sicher viel Mühe gegeben. Hier so eine Animation mit dem Sprites aus dem Spiel. So ein Strichmännchen zu machen. League Champion, congratulations. Er hat die Idee wohl, ihn zurück ins Spiel zu gehen und ein Pokémon-Meister zu werden. Okay. Ah, jetzt ist der Protagonist hier mit seinem Indivio und das Kanimani, was er von dem Strichmännchen genommen hat. Und da ist das Strichmännchen wieder. Das Sprite des Strichmännchens ist echt super gemacht. Also der Macher des Videos hat sich viel Mühe gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es sieht also aus wie ein originales Spiel. Oha, ein wildes Pokémon erscheint. Und es ist ein Taubsi. Ah, ein Taubsi. Ist auch ein gutes Flug-Pokémon für den Anfang. Also, Anfänger können mit diesem Pokémon, wenn sie es fangen, gute Erfahrungen machen. Und das Strichmännchen wirft Pokéball und das Taubsi bleibt drin. Super. Ha. Er versteckt sich. Oh. Juhu, sie haben sich wiedergefunden. Schön. Sie sind wieder zusammen. Oh nein, jetzt bemerkt er sicher. Na, oh mein Gott. Ha, zum Glück sind die noch dahin gegangen, sonst hätte er sie gefunden. Boah. Oh, ein Voltilam. Das Voltilam ist ein sehr cooles Pokémon. Das ist für die erste Arena sehr gut. Ja, das Lustige ist auch, dass hier in der Animation mehr Pokémon im Bild leiten, obwohl ich nur eins begleiten kann. Das ist cool. Und hat jetzt auch die Arena geschafft. Also, geniale Idee, ein Voltilam dazu benutzen. Das wird die erste Arena gut. Oh, ein Scaraborn ertrinkt. Und die haben es gerettet. Boah, Scaraborn, das ist meiner Meinung nach das beste Käfer-Pokémon, was ich jemals gefunden habe. Das ist echt richtig stark. Oh,
Die anderen Strichmännchen sehen zu. Das ist cool. Okay. Oh. Guck mal, was sie so anhaben. Die haben jetzt so. Der hier hat jetzt so einen Pikachu-Hut an, was gut zu seiner Farbe dazu passt. Das ist die Shiggy-Brille an, was auch gut zur Farbe dazu passt, da Shiggy auch blau ist. Er hat einen Kabuto-Hut. Und er hat eine Ash Ketchum-Cap auf. Also halt so eine Cap, die aussieht wie ja der Charakter Ash aus dem Anime. Ja. Das ist echt cool. So sind halt immer Pokémon-Fans, wenn sie eine neue Folge anschauen. Vom Pokémon-Anime, also. Macht doch Sinn. Oh. Und so zwei Kinder greifen jetzt einen Schneckmark an, aber das Garabon rettet diesen Schneckmark noch vor diesen zwei Kiddies. Und hat ein neues Teammitglied bekommen, Schneckmark. Ah. Mit der Freundschaft ist alles möglich. Und er hat jetzt auch die zweite Arena geschafft, weil er wieder mal ein Vorteil ist. Also, aus ihm wird wirklich mal ein Pokémon-Champion, glaube ich. Oh, Mirapla. Ist auch ein gutes Pflanz-Pokémon. Also, man kann es entweder zum Giflo machen oder zu einem Glubella. Also, zuerst mit Giflo und dann kann man entscheiden, ob man zu Glubella oder Giflo macht. Sonnenschein ist doch Bluebella und er hat es zum Bluebella gemacht, super. Und mit Blattstein kann man es ja auch zum Giflo machen. Ich glaube, das weiß ich noch. In der zweiten Stunde kann man ihn noch so einen Sonnenstein finden. Und ich sehe auch, er hat seine Pokémon auch entwickelt. Er hat schon dieses hier entwickelt. Er hat das entwickelt, das entwickelt. Okay, das nicht entwickelt, aber es hat ja keine Entwicklungsstufen. Das hat er entwickelt und wie ich schon vorher gesagt hatte, das entwickelt. Und jetzt ist er sicher in der Pokémon-Liga, oder? So sah die doch aus. Jap, er ist in der Pokémon-Liga. Nur Trainer, die jetzt, sagen wir so, alle Ohren haben, können hier durch. Oh, die 8 Ohren von Yoto. Bitte geh hier vorne. Also hier durch. Also er kann jetzt hier durchgehen, weil er alle Ohren hat. Warte mal, du kannst nur ein Pokémon hier zum Begleiten nehmen. Also halt so wie im originalen Spiel. Ja. Packt seine Pokémon wieder in die Pokébälle und er nimmt einfach seinen Imperator halt zum Begleiten mit. Und er ist schon da. Der Pokémon-Liga. Oh! Hey, das ist doch dieser Protagonist von vorher. Und hat sein Indivier auch noch weiterentwickelt. Aha. Du! Du bist der, der dieses eine Kanimani geklaut hat. Was denkst du dir dabei, dass du in unseren Spiel gehst? Diese Welt ist nicht mit Strichmännchen. In der letzten Zeit, als ich hier nachgesehen habe. Ich konnte den Text gerade nicht lesen, weil es zu schnell geht. Ich wollte gegen der Top 4 kämpfen, aber es sieht so aus, dass ich stattdessen mit dir zuerst kämpfe. Okay. Nein, nicht dein Pokémon. Du. Oh, ein richtiger Kampf. Nativ, also ich weiß jetzt nicht die deutsche Übersetzung davon, aber noch nicht hier irgendwie so.
Ich müsste dich jetzt in einen Ort kämpfen, wo Regeln es nicht gibt. Oh, damit meint er jetzt auf dem PC. Oh, mach mal. Oh, so ein starkes Kampf-Pokémon. Und auch durch das rote Gyarados aus dem See des Zorns. Alter, starke Pokémon. Puh, Scarabon hat den Hyperstrahl überlebt. Echt ein starkes Pokémon. Du hast mehr Pokémon gestohlen. Jetzt bin ich wütender. Jetzt machst du mich wütender als vorher. Das sagt man eigentlich. Okay. Gut, jetzt hält das ein Scarabon. Oh, haha. Diesen krasser Kampf. Eisstrahl. Echt kalt. Boom. Oh. Bunt-Typen sind ja stärker als Elektro-Typen. Ist eigentlich doch klar. Ha. Aber Pflanzen-Typen sind dafür stärker als Bunt-Typen. Und auch Gesteins-Typen. Gift-Typen. Du denkst doch nicht, dass du weglaufen kannst, ohne diese Pokémon zurückzugeben. Also eigentlich hat er nicht alle Pokémon geklaut. Ich meine, Kanemani war das einzige Pokémon hier, was er gestohlen hat, aber er meint es halt nicht so böse und hat halt die Welt nur so entdeckt und diese ganzen anderen Pokémon hat er nicht gestohlen, nur gefangen. Come and get him very well. Okay, come and get him kann ich leider nicht übersetzen. Boah. Das jetzt auch, und da auf dem PC, da das auch im PC keine Regeln gibt, können die jetzt auch so epische Kämpfe machen. Weil die Logik ist ja anders. Okay, dieser Kampf ist episch. Boah, so geil. Immer wieder Pokémon wechseln. Oh, Meisterball, das muss ein starkes Pokémon sein, was er noch hat. Das legendäre Ho-Oh. Ich frag dich zum letzten Mal. Geh nicht mehr ins Spiel rein, also bleib raus aus dem Spiel und gib alle Pokémon zurück. Autsch. Aua. Lass mich nicht davon befreien. So ist auch legendär und stark. Ja, deshalb war es auch ein Meisterball, weil es auch schwer zu fangen. Ha! Sein Impagato ist wieder da. Super. Oh ja. Epische Attacke. Das nenne ich einen epischen Pokémon-Kampf. Oh, geil. Ist mein previous ego to see this. Es tötet das vorherige Ich, wenn ich das sage. Aber das war. Okay, ich weiß nicht, was impressive auf Deutsch heißt. Kann ich leider nicht übersetzen. Ich wollte versuchen, dir eine Lektion zu erteilen, aber du hast mir eine stattdessen gegeben. Dass jeder ein Pokémon-Meister werden kann.
Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und viel Glück in der Pokémon-Liga. Fellow Trainer. Also Schlag ein Trainer. Ah. Jetzt entschuldigte er sich und die waren Freunde. Oh, das ist super. Gut, jetzt gehen sie zurück zum Pokémon-Liga. Und werden jetzt der Champion. Ah, belebt noch sein Bubella. Okay, er könnte zwar auch im Pokécenter gehen und es da machen, aber macht's auch so. Und da sind jetzt die ganzen Pokémon-Fans. Ah, also so sind wirklich Pokémon-Fans, wenn sie gerade eine Folge von der TV-Serie anschauen. Also so kann ich es mir immer vorstellen. Das sind immer Fans, wenn die eine Folge von ihrer Lieblings-TV-Serie schauen. Und er hat die Liga geschafft. Und hier ist ein ganzes Pokémon-Team. Ja, jetzt ist er Champion. Ein Strichmännchen, was ein Champion ist. Und man sieht es ja auch vom Spiel her. Echt geil. Jetzt sieht's auch dein Mator. Hallo. Und da sind die Credits. Boah, das Credits hat es super gemacht. Und da ist auch noch der Animator, Alan Becker. Und es wurden auch von so anderen Leuten animiert. Also er hat sich alleine gemacht, er hat noch Unterstützung gehabt. Hey guys, Alan Becker here. Hope you enjoyed that Pokemon episode. We had a lot of fun to make it. And if you want to see more, then click the subscribe button and turn on the bell, because I don't have an upload schedule, so that would be smart. But thanks for watching, and Und er hat auch noch Instagram und Twitter. See you guys in the next video. Bye. Okay, also das Video ist jetzt mal zu Ende. Lass mal einen Daumen nach oben da. Und ich muss sagen, dieses Video war echt super gemacht. Also die Animatoren in diesem Video, also Alan Becker und so andere Leute, haben sich wirklich viel Mühe gegeben, sehe ich hier gerade. Und dieser Kampf am Ende, der war so episch. Der war einfach geil. Und, boah, das ist einfach richtig cool. Am Anfang, da fand sie auch süß, wie dieses Kanimani da, dieses Strichmännchen mochte. Die Stelle fand ich so süß. Und auch die Stelle, wo er es hingeben möchte, aber Kanimani wollte beim Strichmännchen bleiben. Ah, okay. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses Reaction-Video gefallen. Was ist eure Meinung zu diesem Video, was auf das wir reagiert haben, schreibt es in die Kommentare. Den Link zu diesem originalen Video findet ihr in der Beschreibung. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.